Willkommen zum Zimmerduell 2021 aus dem Zillertal. Heute begrüßen wir Anthony Jung mit dem weißen T-Shirt und Nicola Rapp in dem grünen T-Shirt. Wer von euch beiden braucht morgens länger im Bad? Der erste Punkt. Yes. Hat sich endlich mal gelohnt, alles mitzubringen. Was brauchst du denn morgens länger? Wenn man unsere Haare anschaut, dann brauche ich vielleicht doch einen Tick länger. 30 Sekunden. Aber ist länger, ja. Es reicht. Länger zu brauchen. Ist länger. Wer von euch beiden hat denn den härteren Schuss? Toni, wer hat einen härteren Schuss? Also als ich den heute gesehen habe, glaube ich. Ich weiß es. Kein Punkt. Kennst du Skat? Das Kartenspiel? Ja. Was liegt, das liegt. Kannst du festschießen? Ich weiß nicht, wir sind beide so Verteidiger, ne? Also ja, du musst dir meine Tore anschauen. Ja. Immer hinterm 16. Dann zeigst du mir nachher auf dem Zimmer und dann vielleicht ändere ich meine Meinung. Wir heute ja schon welche sehen. Ihr habt einen von zwei möglichen Punkten bislang. Ihr seid im Grunde auf Siegkurs. Haben wir schon mehr als das Paar davor? Wenn ihr es alles richtig macht. Schon mehr als das Paar davor. Das sage ich nicht. Wer von euch beiden hat den besseren Humor? Fürs Team, oder? Teamgedanken habe ich auch. Punkt für euch. Yes. Stark. Ähnlicher Humor, oder? Aber ja. Weil du älter bist, gebe ich dir den Punkt. Situationskomik oder kannst du Witze erzählen? Na, situativ, ja. Ja, richtig. Ja. Wer von euch beiden schaut denn öfter Werder TV? Jetzt hast du einen Steinbrunnen zum Brett, Nikolai. Punkt für euch. Kennen wir uns doch schon ein bisschen. Stark, ja. Anthony, dich mögen wir jetzt einfach nicht mehr. Kann ich mit leben. Ja, du weißt nicht, was das bedeutet. Eigentlich immer im kürzeren Hebel, ne? Na gut. Wer hatte mehr Swag von euch? Toni, du bist schon über 30, muss ich jetzt erklären? Da komme ich gerade noch mit, aber so, ich glaube, ja. Kein Punkt. Hey, du hast doch hier ein Vollbart und Tattoos. Und ey, oh, ich habe jetzt daran gedacht, wie du mal in die Kabine kommst und so. Schon swaggy. Ich sehe dich morgens im Hotel, frisch gestylt und alles. Tattoos eingecremt. Ruhig, seriös. Aber du hast den Swag, dachte ich. Okay. Schade. 3 von 5 ist auch okay. Sind wir im Plus. Jetzt haben wir sicher mehr als jeder vor. Über 50% ist gut. Wer hat denn mehr Körperpflegeprodukte im Trainingslager dabei? Boah. Ihr teilt euch ein Bad? Boah, weiß ich nicht. Wir teilen uns ein Bad, jeder hat einen Kulturbeutel. Ich hab aber du hast deinen ausgeräumt, da war aber jetzt nicht so viel. Kein Punkt. Wie viel du hast du mit? Also es gibt ja kein richtig oder falsch, es gibt nur Übereinstimmung. Ah, wie viel ich dabei habe? Ich glaube, wenn ich mein Kulturbeutel ausräume, da habe ich, glaube ich, mehr Sachen dabei. Ich Creme, weiß Wachs, Haarspray, dann zum Rasieren, die ganzen ich Sachen. Ich habe die Haare vergessen. Ah, 80. Ich hab nichts für die Haare. Stimmt, du brauchst so viel, dass die Dinger halten. Ja, der Vorteil, ihr habt schon einen Punkt bekommen dafür, für die Haare. Jetzt halt einen Punkt abzu, das ist auch dann doof. Aber okay. Zählt jemand mit? Was ist 3 von 6. 3 von 6. Immer noch 50%. Zählt ihr weiter mit? Das ist nett, danke. Wer von euch beiden ist denn unpünktlicher? Was machen wir, wenn beide pünktlich sind?
unpünktlicher. Unpünktlicher, was ist denn das für eine Frage? Bist du verheiratet? Dann müsstest du die beantworten können. Es gibt einen Punkt, ich habe so ein Gefühl. Geiles Gefühl, kein Punkt. Wie früh war ich da vorm Spiel, in der Kabine immer? Ja, aber du bist, ich bin ja auch pünktlich, wenn ich... Ich also, weiß, aber ich bin das eigentlich... Das war eine schwere Frage auch, muss ich sagen. Ich komme immer überpünktlich eigentlich, so, aber... Aber unpünktlich, ja. Ja, unpünktlich kommst du ja auch nicht. Wenn du um 12 treffest und du bist um 11.10 Uhr da und ich um 11.30 Uhr, dann bin ich auch noch pünktlich. Ja. Hat er recht? Ich weiß nicht. Scheiß Frage. Das höre ich nicht zum ersten Mal heute. Aber auch da kann ich euch sagen... Es kriegen alle die gleichen Scheißfragen. Manche kommen mit dem besser klar. Ja, aber das ist jetzt einfach. Wer von euch beiden geht denn öfter zum Buffet? Die ist nicht wirklich einfacher, die Frage. Ich muss nur an Mittag denken. Punkt für euch. Yes. Auch da, kurzer Hinweis, ist schon in Sachen Absprache schon sehr nah dran. Schon, aber ich hatte eh sowieso den, der hat sich heute so eine Portion Gulasch gescheppt, deswegen, ja. Zweimal Training. Ja. Musst du was essen. Muss die Maschine am Laufen halten. So ist es. Kenn ich. Ich habe aber nicht trainiert heute. Wir sind bei 4 von 8. Wer von euch beiden ist denn schneller müde? Boah. Schneller müde im Training oder schlafen gehen? Schneller müde? Ja, also eigentlich eher so Richtung Ende des Tages. So, oh, ich bin jetzt aber auch ganz schön müde. Okay. Ich glaube, wir haben ähnliche Zeiten, aber schneller müde. Kein Punkt. Wir haben doch noch drüber gesprochen. Kein Punkt. Kein Punkt. Du hast nicht weiß gezeigt. Schneller müde. Ja, abends. Ich bin vor dir eingeschlafen gestern. Niemals. Doch. Das habe ich nicht miterlebt. Wir hatten es doch noch, Mann. Also fairerweise muss man sagen, ihr habt getrennte Räume. Ne? Ihr teilt jetzt kein Doppelbett. Queen-Size-Bett. Naja, wir schlafen schon nebeneinander. Aber wir gehen echt zur selben Zeit eigentlich ins Bett und legen auch zur selben Zeit das Handy weg. Deswegen... sind wir da schon sehr ähnlich. In 3, 2, 1, so! Licht aus, Toni! 4 von 9. Das kann man besser. Das müssen wir wieder. Wer von euch beiden hat den besseren schwachen Fuß? Also wenn einer von euch beidfüßig ist, ist es natürlich dann einfach. Den besseren schwachen Fuß. Ja. Ich bin Linksfuß. Und Rappo? Ich bin Rechtsfuß, ne? Und dein Linker ist ganz gut? Mein Tor war heute mit links. Ja, Punkt für euch. Ich noch nie den rechten Fuß benutzt. 5 von 10. Wer hat den besseren Musikgeschmack? Nächster Punkt. Ja. Gut so, Rappo. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Gefällt mir. Ja. Gefällt mir. Uns auch. Ja. 12. Frage. Wer von euch beiden ist denn öfter am Smartphone? Tja. Das ist ein enges Rennen. Das ist ein ganz enges Rennen. Das ist auch so ein 50-50-Ding. Sag mal so, es zählt die Bildschirmzeit, ne? Egal, was mit dem Smartphone macht. Ich glaube, gestern ging es an dich, heute an mich. Ist schwierig. Fürs Team. Fürs Team. Punkt.
Wie viel haben wir? Bist du eine Minute länger am Handy, würde ich sagen. Ja, ist nicht schlimm. Nehme ich in Kauf. 7 von 12. Stark. Ja, 7 von 12 ist nicht so schlecht. Wer von euch beiden lässt sich denn öfter behandeln? Der nächste Punkt. Yes. Gut, so bleibt bei der Wahrheit. Der war nicht schlecht. 8 von 13. Die letzten beiden Fragen. Ihr könnt noch auf 10 kommen. Komm, Junge. Wer von euch beiden steht am ersten Spieltag wahrscheinlicher in der Startelf? Boah, was ist das denn? Bevor ihr euch jetzt beschwert, auch Kebba und Abit mussten diese Frage beantworten. Ja. Wahrscheinlicher in der Startelf. Hast du schon was genommen? Mhm. Überlegen noch? Ich weiß es nicht. Was ist denn das für eine Frage? Ja, es ist eine Arschlochfrage, ich weiß. Das stimmt, ja. 3, 2, 1 und bitte. Punkt für euch. Ja, siehste. War ich selbstbewusst, Junge, rein da. Ich gehe nach dem Alter. Respekt. So, letzte Frage. Aber die war echt scheiße, die Frage. Ja. Um es nochmal zu verdeutlichen. Ne? Wer von euch beiden ist der Boss in eurem Zimmer? 10 von 15. Stark. Haben wir noch drüber gesprochen. Alter, wessen Butter bei die Fische kommt denn besser in der Community an? Ich bin ehrlich, ich habe Rappos Butter bei die Fische nicht gesehen. Aber er hat meins gesehen, er kann es gut beurteilen. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Klicks das hat oder so. Ja, das weiß ich auch nicht, Alter. Ich glaube, wenn ich jetzt davon... Ich erkläre danach, weil das ist logisch. Nein, keine Einigkeit. Aber ich habe jetzt gedacht, ja, meins kam ja früher und hatte länger Zeit, Klicks zu generieren. Verstehst? Du musst die Birne einschalten.